Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Itemshop und gebt unten bei Unterstützt einen Creator den Creator-Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Wir sind hier in einer ganz normalen Fortnite-Runde mit Bauen, mit allem. Keine Sonderwünsche, wir gehen hier an meinem Lieblingsspot. Ihr wisst ja, es ist und bleibt der Lieblingsspot mit meinem Lieblingsspot. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare ein paar Vorschläge schreibt für Challenges oder so. Weil am Wochenende mache ich einen 48-Stunden Fortnite-Stream. Und ja. Da ist dann natürlich bisschen Bedarf, dass wir auch was machen können. So YouTube-Videos vorproduzieren natürlich und dann auch ein paar Challenges und Co. Weil ich sage so, 48 Stunden Fortnite, das ist so ein Spiel, was mittlerweile echt viel Spaß macht. Aber kann ich mir vorstellen, dass es auch langweilig wird nach 48 Stunden. Deswegen brauche ich Abwechslung, ich brauche Herausforderung, ich brauche alles. So, werde mir ein paar Kollegen dazu holen zwischendurch, die mit mir quatschen. Aber trotzdem, 48 Stunden ist nicht ohne. Jetzt komm her. So, habe ich meinen Lieblingsbot direkt. Wir haben auch direkt ein Medikit. Hier sind heute keine Kassen, die ich plündern kann. Sehr schade. Ich hasse diese Granaten, aber hey, immerhin. Was bist du? Du bist ein Scharfschützengewehr mit Scharfschützenaufsatz. Hey! Ist okay. Kann man nicht meckern. Ich höre noch Gegner, oder? So, was haben wir hier? Auf jeden Fall, das hier können wir austauschen. Wo bist du? Ich höre doch einen. Oder ist das schon wieder mein Bot? Vielleicht können wir am Automaten theoretisch Blaupol machen. Ist nicht mein Bot und ich schieße absolut scheiße. Gott sei Dank, der Bot hier noch beschissener geschossen. Automatische Rage-Schrot, sehr schön. Hoffe ich die Dinger liebe. Tun die hier was? Dann vermutlich nicht. Gegner Nummer 1 wurde erledigt. Bin ich stolz auf mich. So. Mir ist aufgefallen bei meinen Aufnahmen, ich muss ein bisschen mehr labern. Ich habe echt das Problem, dass ich zwischendurch ziemlich still bin. Wobei ist es eigentlich auch gut, weil wenn ich viel still bin, kann ich viel rausschneiden. Die Videos sind kürzer und kompakter für euch. Aber ja, wenn dann am Ende so ein 5-Minuten-Video bei rauskommt, weiß ich jetzt nicht. Muss nicht. Und mir wurde der Tipp gegeben, ich soll in den Einstellungen irgendwie einstellen, dass ich höre bzw. sehe, von wo Schritte kommen und so und was es genau ist. Wüsste ich jetzt nicht, wo ich das in den Einstellungen machen soll. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare eine ausführlichere Anleitung geben. Ja. Dann kann ich vielleicht besser gucken, wo was herkommt. Das klingt eigentlich, finde ich, ganz sinnvoll. Ja. Ich habe eine Truhe. Oder auch nicht. Okay, sie war wohl doch im Haus. Ich dachte, sie wäre im Dach gewesen. Na gut. Bist du hyper? Nee. Ich brauche immer noch mehr Schild. Ich will jetzt aber nicht den Automaten unbedingt beglücken. Weil, ja, ich will mein Gold behalten. Ich habe eh nur noch 1500. Was schon wieder extrem zu wenig ist aus meiner Sicht. Ja, Sturmgewehr. Oh, beide geil. Guck dir mal mein geiles Flammendesign auf der Waffe an. Auch schon sexy, oder? Schon sexy. War ich hier schon drin? Scheint so. Na komm, einen großen blauen gönnen wir uns. Dann nehmen wir die kleinen wieder mit. Oh, hier ist eine bessere Sniper. Ja, so war das jetzt nicht gedacht. Ah, shit. So, das ist auch mit richtigem Aussatz. Geil. Ich weiß, ich hate immer die Sniper und Sniper sind auch böse Menschen. Aber ich bin halt auch ein böser Mensch, ne? Kann man nichts gegen sagen. Ich stehe dazu, dass ich böse bin. Ich meine, gibt es für die Skins? Ich habe jetzt noch keine gesehen. Für die PKW. Ist doch PKW das Glück, oder? Ich habe keinen Führerschein, keinen Plan. Bot, was tust du? Steig ein. Sind wir hier in der Map? Gut, folgen wir den Gleisen. Oh, hier ist noch eine Truhe. Fast übersehen. Oh, da ist wer. Irgendwo hier Schüsse. Da! Beide gegeneinander schießen. Jetzt schießen beide auf mich, ja super. Bam. Was willst du? Bam. Den haben wir zerlegt. Okay, wo ist der andere? Der hat eine. Was? Mal Pumpgun, nee, Mann. Okay, wo ist der von hier hinten? Hat er jetzt die Fliege gemacht? Hat einen Feigling gemacht. Scheint so, ich sehe ihn jetzt zumindest nicht mehr. Oh ne, da hinten ist er noch. Wo bist du?
Oh, ich hab hier noch eine Trübe, ich hab's gerade gehört. Ja, ja, ja. Sehr schön. Oh, jetzt ein großer Blauer. Noch schöner. Hat er sich sogar gelohnt, der Typ. Und hier habe ich gerade noch eine Truhe gehört. Das ist auch sehr schön. Wo hier? Bohrgeschoss vielleicht? Erstmal hier ist noch Munition. Nachladen. Im Obergeschoss? Muss, ne? Ja, ich bin immer hier und trotzdem verkacke ich es immer. Tatsache. Bist du automatische Rage-Rot im Blau? Hier habe ich schon kein Visier oder so. Naja. So, nehmen wir jetzt das Auto. Aus mit der Musik. So. Das Ding, warum ist das Ding eigentlich? Das ist ein kleineres Auto, ne? Warum ist das Scheißteil größer als der große hier? Ich mag die großen noch lieber. Die sind leiser, sind nicht so nervig. Übrigens nochmal in die Kommentare, wenn es irgendwie geht, das hier leiser zu stellen, die Autos. Und Zug und so, macht das. Weil mir geht der Krach übel auf den Sack. Mir geht das wirklich übel auf den Sack, wie laut die sind. Hat gleich einen Rechtsstrahl, glaube ich. So. Oh, der Zug kommt mir von vorne. Nehmen wir den mit? Ich glaube nicht. Aber wir machen einmal Tank leer auf Turbofüllung. Hier schön geradeaus. Oh. So viel zum Thema hier schön geradeaus. Was ist da oben? Ein Teleskop, das wäre vielleicht ein Gegner. Soll das hier unten durchs Wasser gehen? Ah, weiterrutschen? Kann ich weiterrutschen? Gibt es einen Rekord fürs Weitrutschen in Fortnite? Ich bräuchte noch ein besseres Sturmgewehr. Ansonsten bin ich hier, ich will nicht in Schneegebiet, das ist so düster. So, Real Life liebe ich Schnee, aber hier brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Hier schön grüne Flächen. So. Keine Gegner. Oh, da irgendwo. Irgendwo hier muss einer sein. Ich habe schon 3 Kills. Ich kann mich nur an 2 erinnern. Doch, der eine im Haus noch, ich weiß. Da kam ich hier nicht her ursprünglich. Scheiße, hier kam ich her. Ich bin im Kreis. Ah, da hinten. Laden. Och nee, ein Bauer. Ich schieße aber einen Scheißbot und der wehrt sich nicht mal. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Oh, war das da eben weg? Da ist er schon mal nicht. Nee, warte, hier kam ich nicht her, oder? Ist ein anderer. Aber ich doch, ich bin im Kreis gelaufen. Ah, ist schon ein Blauer. Okay, jetzt komm, wo? Da! Irgendwo. Ja doch, das hier ist mein Auto von vorhin. Ich bin im Kreis gelaufen. Das Bauen hat immer wieder so gar nichts gebracht. So, was haben wir hier? Oh Gott, das ist immer schön. Dann einmal alles durchladen. War es der von gerade? Nee, oder? Nee, hier wird auch gerade was gebaut. Jetzt hier ist noch einer. Na komm, wo bist du? Hier bist du! So, Munition. Munition. Nochmal alles nachladen. Sehr schön, gehen wir da hinten hin. Ich bin jetzt wunderbar immer im Kreis gelaufen. Das ist ja grandios. Wenn ich dran denke, schreibe ich es in den Titel. Mir wurde mir letztens auch gesagt, ich brauche bessere Titel. Das Ding ist, ich will halt keine Clickbait-Titel machen. Das soll schon die Wahrheit drin sein. Ich lade 3 Fortnite-Videos am Tag hoch. Beziehungsweise ich lade 3 Videos am Tag hoch. In der Zeit ist es nur Fortnite. Weil ich halt so viel Fortnite spiele. Aber ich komme demnächst auch wieder Fall Guys, Minecraft und Co. Wenn ich dafür Zeit finde. Ich bin halt ehrlich, Fortnite spiele ich sowieso gerne. Und ist auch leicht aufgenommen. So ein Fortnite-Video nimmst du übel leicht auf. Ich spiele halt eine Runde, dann schneide ich es. Zack, habe ich nach einer halben Stunde, je nachdem wie lange ich gezockt habe, wie lange die Runde ging. Also Pi mal Daumen, halbe Stunde Fortnite-Video fertig. Ist. Was sind denn das hier für Pixelaufleuchtungen? Oh, Gegner. Wahrscheinlich habe ich nicht gesehen, dass er ausgestiegen ist. Ich bin mal wieder so inkompetent. Ich habe nicht gecheckt, dass er ausgestiegen ist. Direkt. Es hat so eine Millisekunde gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Ich hätte dann direkt auf die Schrot umsteigen sollen. Egal. War trotzdem eine nice Runde. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, sinnlos im Kreis. Ist wenigstens ein guter Titel. Ciao, ciao. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr wisst schon. Und wie gesagt, Vorschläge für Challenges gerne in die Kommentare.